Wir wollen heute auch wieder das lange Gummiband dazu nehmen, die neue Yogamatte ausprobieren, aber starten tun wir erstmal mit der Mobilisation für den ganzen Körper. Komm in eine entspannte, breite Kretschposition, geh etwas in die Knie, mach den Rücken rund und dann streckst du dich wieder, nimmst Schultergürtel und die Ellenbogen nach hinten. Und das machen wir im Wechsel, einmal mit dem rechten und einmal mit dem linken Arm. Zieh immer das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Lass eine schöne, geschmeidige Bewegung entstehen hier. Und achte darauf, dass du die Schultern von den Ohren immer wegziehst. Dann bleib einmal mit den Armen auf Brustkorbhöhe. Mach dich rund und die Schultern und Ellenbogen kräftig nach hinten. Dabei streckst du die Kniekehlen und die Hüfte. Und wenn du dich rund machst, beugst du dich im ganzen Körper ein bisschen. Also hier mit der Ausatmung die Aufrichtung. Schulterblätter nach hinten, unten ziehen. Du streckst den Brustmuskel und spürst den vorderen Schulterbereich in der Dehnung. Lass dann die Arme mit großem, schwungvollen Kreisen vor dem Körper. Dabei lässt du aber die Schultern auch immer nach hinten unten gezogen. Der Nacken ist schön gestreckt und entspannt. Kreise nochmal entgegengesetzt. Tief durchatmen. Ganz ruhig mal so einen kräftigen Stoßseufzer rauslassen. Wenn du mit den Armen nach unten gehst, dann rollt sich ja der Brustkorb und der Bauch zusammen und du kannst die Luft richtig stoßartig auspusten lassen. Dann streck nochmal die Schultern nach hinten. Das heißt, die Hände sind tief, die Handflächen zeigen nach oben, die Daumen nach hinten. Streck die Kniekehlen und die Hüfte dabei und spüre die Dehnung von in der Leiste, im Brustkorb, im Bauchbereich und im vorderen Schulterbereich. Halte die Position. Die Arme sind gestreckt nach hinten gesunken, Daumen zeigen nach hinten, Handflächen nach oben. Und locker lassen. Wir wollen als nächstes gleich das lange Band dazu nehmen. In einem leichten Ausfallschritt nimmst du den linken Fuß nach vorn, stellst dich mit dem Fuß auf das Band so drauf. Etwas größerer Ausfallschritt hier. Rechter Fuß geht nach hinten vorn. Das Knie ist leicht gebeugt und der linke Fuß und der rechte Arm arbeiten jetzt miteinander. Ja, guck erstmal, dass du hier das Gefühl hast, du hast eine entspannte, aber gut konzentrierte Position. Und die Länge des Bandes, das schauen wir uns gleich an, was da ideal ist. Das heißt, nimm erst einmal hier so, wie du denkst. Ja, bisschen so bis zur Hüfte ungefähr. Stützt die linke Hand auf der Hüfte auf, lass in einem leichten Kreisen die Schultern nach meinen Finken unten ziehen und die Bewegung sieht jetzt so aus, dass du über die Seite nach hinten ziehst und mit der ersten Bewegung spürst du sofort, brauchst du ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Bandlänge, dass es hier für dich gut passt. Der Zug des Bandes zieht dir bei der Bewegung nach hinten Arm und Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Der Nacken bleibt frei und entspannt. Vorderes Knie leicht gebeugt. Beim vorderen Bein hast du die Zehenspitzen nach vorn gerichtet. Das hintere Bein ist ein wenig ausgestellt. Das heißt, die Zehenspitzen zeigen leicht nach außen. Und spüre der Nacken definitiv locker, gestreckt. Über die Seite, das nach hinten drehen, kräftigt die Rückenmuskulatur, schiebt dein Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Der Arm streckt, wenn du ganz nach hinten geöffnet bist, komplett. Und mit der Ausatmung unterstützt du die Bewegung.
Wähle die Belastung des Bandes so, dass du das Gefühl hast, du kannst die Bewegung gut ausführen und hast in der letzten Position, wenn du den Arm streckst und dich schön über die Seite gedreht hast, dann spürst du, da brauchst du ein bisschen Kraft, aber du kannst alles gut handeln und unter Kontrolle haben. Auf dem vorderen Fuß haben wir die Belastung, dass wir mit dem Fußballen das Band festhalten. Dadurch ergibt sich schon die Stabilität beim Stehen. Und wenn sich alles gut anfühlt, dann bleibst du einmal in der hinteren gestreckten Position und ziehst mit einer kleinen Kreisbewegung den gestreckten Arm und die Schulter immer nach hinten weg in die Streckung. Damit dein Nacken ganz sicher entspannt bleibt, ziehst du dabei das Kinn Richtung Schlüsselbein und schaust unterm rechten Arm nach hinten Richtung Boden. Also immer der Nacken gestreckt und leicht gedreht. Dann lässt du locker und um zur anderen Seite zu wechseln, hast du dann den rechten Fuß vorn. Wenn du dir die Länge des Bandes in etwa merkst, kannst du hier schon bei derselben Länge wieder einsteigen. Es kann aber genauso gut sein, dass die linke Schulter vielleicht jetzt nicht so ganz kräftig ist und du das Band ein wenig länger lässt. Kreise mit den Schultern, zieh die Schultern und Schulterblätter schön nach hinten unten. Die rechte Hand stützt du auf die Hüfte, dass der Oberkörper erstmal in stolzer Haltung gestreckt ist, leicht gebeugt. Den Bein ziehst du dann wieder in die Streckung nach hinten oben und kannst gegebenenfalls das Band ein bisschen kürzer nehmen oder länger lassen. Eine schöne Rotation hast du, wobei du aber für die Rotation immer erst, hier bist du ja in der Beugung mit dem Oberkörper, du gehst immer erst mit dem Oberkörper aufrecht, dann geht der Arm nach hinten und der gestreckte Rücken und Nacken dreht über die Seite nach hinten, Kinn zur Brust, Nacken lang. Und wenn du nach hinten drehst, den Arm ganz weit in der Streckung nach hinten ziehst, dann geht dein Blick wieder unterm linken Arm hier nach hinten unten durch, dass du ganz sicher das Kinn zur Brust gezogen hast und der Nacken lang. Mach immer nur so intensiv die Stärke des Bandes hier, also die Länge des Bandes, mit der du die Stärke einstellst, dass du ein gutes Gefühl hast, in der ganzen Bewegung die Übung sicher zu führen. Und wenn du ganz weit über die Seite nach hinten ziehst, dass du sogar merkst, es fühlt sich angenehm an, den Arm mal richtig schön weit nach hinten zu strecken. Vorderer Armansatz ist in der Streckung, hinterer Schulterblattbereich schiebt in den Rücken hinein, Ellenbogen streckt. Und prinzipiell ist es bei dieser Übung auch möglich, wenn du dann beim nächsten Mal, wenn du übst, schon weißt, wie lang das Band sein muss, dann kannst du hier auch wieder mit der Hand rumschlingen. Dann brauchst du nicht so viel Kraft mit den Händen sonst, sondern kannst hier mit der gestreckten Hand auch nach hinten gehen. Dabei zieht die Handfläche nach hinten außen und du hast noch zusätzlich die Streckung in der Handinnenseite und in der Arminnen- und Vorderseite. Ein letztes Mal hier. Und wenn sich alles gut anfühlt, reißt du wieder in einer kleinen Bewegung nach hinten. Kinn zur Brust, Nacken lang. Immer die Schulter und das Schulterblatt nach hinten unten ziehen. Und wie gesagt, du passt immer die Belastung an. Auch während du kreist und wenn du merkst, oh, das ist vielleicht ein bisschen viel, einfach kurz locker lassen, lieber ein kurzes Päuschen machen. Dann noch zwei, drei Wiederholungen, dass sich alles gut anfühlt und wieder entspannen. Als Ausgleich nehmen wir als nächstes das Band,
Wir mit den Händen gleichmäßig lang, stellen uns mit beiden Füßen einmal so mittig drauf, leichten Abstand zwischen den Füßen. Hier können wir jetzt das Band kürzer halten, leicht gebeugt in den Knien. Bleiben wir in dieser Position und ziehen Ellenbogen und Schultern nach oben, hinten weg. Der Blick bleibt im eigenen Ausschnitt. Wenn du in dieser Position mit leicht gebeugten Knien stehst, dann brauchst du schon Bauch- und Beckenboden, um den unteren Rücken zu stabilisieren. Du schiebst also mit jeder Ausatmung den unteren Rücken nach hinten heraus, als wolltest du einen Buckel machen. Der Blick bleibt im eigenen Ausschnitt. Und wenn du denkst, ach, da geht noch was, dann schlingst du das Band noch einmal um die Hand herum und machst noch mal ein paar Wiederholungen kräftig. Ellenbogen und Schultern nach hinten oben wegziehen für die Kräftigung in der Mitte des Rückens, für die Streckung des Nackens, für die Streckung des Brustmuskels im vorderen Schulterbereich und Bauch und Beckenboden eingezogen, damit der untere Rücken bei jeder Ausatmung, bei jeder Bewegung wieder nach hinten herausschiebt. Lass dich einmal ganz kurz nach unten sinken, ein bisschen hängen mit gestreckten Kniekehlen, Kopf, Schultern, Arme locker lassen. Das Band kannst du dabei weiter festhalten bzw. locker um die Hände geschlungen lassen. Lass dich ein bisschen hin und her schieben, schaukeln und die eigene Achse ein bisschen baumeln, dass du spürst, die Körperrückseite entspannt sich, vor allen Dingen der untere Rücken dehnt sich. Mit der nächsten Ausatmung durch den schmalen Mund beugen wir die Knie, kommen mit dem Oberkörper wieder in die halbschräge Position nach oben und du kannst eine Gummiwindung nochmal rauslassen. Wir wollen hier im Wechsel rechts und links zur Seite nach oben ziehen mit leicht gebeugten Knien, Rücken, Nacken lang gestreckt, in der Hüfte nach vorn gebeugt. Ziehst du die Schultern weg von den Ohren, schaust über die Schultern, seitlich nach hinten oben, immer das Kinn Richtung Schlüsselbein, Richtung Schulter ziehen. Und wenn du denkst, da geht noch was, dann kannst du nochmal das Band ein bisschen kürzer nehmen. Es ist aber genauso gut, wenn du die Bewegung einfach super langsam machst. Da muss jeder kleine einzelne Muskel fleißig mitturnen. Kann nicht schummeln und mit weniger Belastung und die Übung langsamer gemacht, hast du immer die sichere Seite, dass alles kräftiger und besser ins Gleichgewicht kommt, ohne dass du etwas überlastest. Achte also immer auf die Signale deines Körpers und wenn zum Beispiel hier bei solchen oder auch Alltagstätigkeiten die Finger einschlafen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Nacken vielleicht ein bisschen verspannt ist. Achte nochmal besonders darauf, dass du den Hals lang ziehst, noch länger, noch länger und die Schultern weg von den Ohren. Dann mit gestreckten Kniekehlen noch einmal nach unten sinken lassen und das Band lassen wir einmal kurz weg. Tief durchatmen. Ja? Leg das, lass das Band einmal kurz liegen, dass sich die Hände entlasten können. Nimm den Abstand der Füße und der Hände einmal so, dass du hier Hände und Füße auf dem Boden hast und die Knie beugen und strecken kannst. Kleiner Ausgleich hier. Du kannst dich also ganz klein zusammenfalten oder ein bisschen in der Bewegung bleiben. Je nachdem, wie es jetzt in dem Moment deine Knie, Hüfte und Fußgelenke zulassen. Möglichst die Hände flach aufgesetzt mit gespreizten, gestreckten Fingern. Die Schultern schiebst du immer weg von den Ohren. So, wie ist die Wetterlage auf Bali oder in Bali? Wir haben 7 Stunden voraus. Das heißt, es ist jetzt 15 Uhr und wenn in Deutschland 8 Uhr und ist. Und es ist heute jetzt ein bisschen bedeckter Himmel.
bei circa 30 Grad. Schickt dir also gerne noch ein bisschen Wärme rüber. So, lass die Kniekehlen gestreckt. Komm mit den Händen wieder dichter heran, dass du dich mit dem Rumpf locker nach unten hängen lassen kannst. Das Band brauchen wir als nächstes wieder. Das heißt, du kannst das gleich einsammeln und mit der nächsten Ausatmung ziehst du Bauch und Beckenboden ein, rollst dich mit dem unteren Rücken beginnend langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Dann spürst du, du spannst das Gesäß an, um die Hüfte zu strecken. Lass den Oberkörper langsam weiter in die Streckung, nimmst in einer kleinen Kreisbewegung die Schultern nach hinten unten. Wir wollen mit dem Band weiter noch ein bisschen Gutes für unseren Schulterbereich und Schultergürtel tun, zur Mobilisation und Dehnung. Dafür nehmen wir erst einmal mit der rechten Hand das Band, schlingen zwei, dreimal um die rechte Hand hier, um die Handmitte herum, so dass das Band sich von alleine festzieht, dass wir immer nicht so viel halten müssen. Dann nimmst du die rechte Hand hier in die Mitte des Rückens und greifst mit der linken Hand das Band. Schlägst auch hier mit der linken Hand ein, zweimal um das Band herum. Ja, da guckst du einfach so, wie geht's jetzt am besten? Und leicht gebeugt in den Knien kannst du dann wieder Bauch, Beckenboden einziehen, um den unteren Rücken nach hinten herauszuschieben. Die Bewegung kennst du schon, hin zur Brust, Nacken lang. Und dann ziehen wir beide Arme gleichzeitig in die Streckung. Der rechte Arm zieht nach oben weg, der linke Arm zieht nach unten weg. Die Schultern bleiben weg von den Ohren, Kinn zur Brust, Nacken lang. Der Nacken sollte sich also entspannt, gestreckt und locker anfühlen. Und hier spürst du jetzt, passt es mit der Bandlänge? Schaffst du es, beide Arme mit der Ausatmung komplett zu strecken? Hast die Arme dabei nach hinten gehalten? Tief durchatmen. Und du kannst bei dieser Bewegung wieder das Gesäß nach hinten schieben, leicht die Knie beugen. Damit hast du immer den Vorteil, dass der untere Rücken automatisch ein bisschen streckt. Du ziehst Bauch und Beckenboden ein und hast mit Bauch und Beckenboden den unteren Rücken unterstützt. Kannst also alles nur richtig machen. Tief durchatmen. Der Trizeps wird hier trainiert und gekräftigt, also unsere Oberarmrückseite, das Winkelement. Du merkst aber auch natürlich für die Schultern, für den Schultergürtel, für den Oberkörper insgesamt. Es schiebt die Schultern wieder weg von den Ohren. Beim rechten Arm die Belastung schiebt Schulter und Schulterblatt in die Mitte des Rückens nach hinten unten. Wenn sich alles gut anfühlt, dann bleibst du einmal mit den gestreckten Armen hier in der Position und drehst ein bisschen nach oben und zur Seite. Beide Arme sind also gestreckt. Im vorderen Armansatz spürst du die Dehnung ein bisschen unterschiedlich und nutzt hier die Streckung bzw. die Belastung des Bandes aus, um die gestreckten Arme nach hinten zu ziehen. Wir lassen wieder locker. Und jetzt kannst du, wenn du weißt, deine linke Schulter funktioniert auch soweit ganz gut, hier den rechten Arm nach unten nehmen, das Band also halten und den linken Arm nach oben. Wenn du dir nicht sicher bist, dann startest du wieder so, dass du den linken Arm, dass du als erstes die linke Hand hier um das Band schlingst, das Band hinterm Rücken hängen lässt, dann mit der rechten Hand das Band greifst und so oft rumschlingst, wie du denkst. Ja, du spürst ja schon, wenn du den linken Arm nach oben hast oder aus deinem Alltag, wie sieht's mit der linken Schulter aus? Und mit der Ausatmung ziehst du wieder beide Arme in die Streckung nach hinten unten. Kinn zur Brust, Nacken lang. Gefühlt also einen Arm oben, einen Arm unten,
in die Streckung nach hinten wegziehen, dabei leicht in den Knien beugen, Bauch, Beckenboden einziehen, den unteren Rücken nach hinten herausschieben, das Kinn zur Brust, den Nacken lang lassen. So hast du die sichere Grundlage im Rumpf dafür geschaffen, dass Arme und Schultergürtel auch die richtige Position finden. Noch drei Wiederholungen. Wenn wir Rechtshänder sind, dann ist meistens die linke Schulter nicht ganz so verspannt, aber eben auch nicht ganz so kräftig. Und wenn sich alles gut anfühlt, dann lass beide Arme gestreckt und probier, wenn du mit den gestreckten Armen weit nach hinten ziehst, die Arme ein bisschen zur Seite, so nach innen und außen zu bewegen. Immer wieder auch die Arme nach hinten ziehen, die Schultern nach hinten unten ziehen. Und wenn sich beide Seiten gut angefühlt haben, dann kannst du auch schauen, dass du hier mit gestreckten Armen die Bewegung größer werden lässt. Lass dafür die Knie leicht gebeugt, der untere Rücken schiebt also die ganze Zeit heraus, das Kinn hast du zur Brust gezogen, den Nacken lang. Und wenn du dabei einmal über die rechte Seite nach hinten ziehst, einmal über die linke Seite nach hinten ziehst, unter dem Arm schaust du nach hinten durch, hast du immer die Arme gestreckt, immer die Dehnung von im Schulterbereich und gleichzeitig die Rotation in der Rumpfmuskulatur. Sehr schöner Ausgleich hier. Beide Arme nehmen wir nochmal nach oben. Schau mal, ob du hier noch so ungefähr einen körperbreiten Abstand hast. Das Band um die Hände herum gewickelt. Lass als erstes wieder die Schultern in einer Kreisbewegung nach hinten unten ziehen. Leicht gebeugt in den Knien, den unteren Rücken nach hinten herausschieben. Hier kannst du noch ein bisschen vorsichtig variieren, dass du anfangs die Ellenbogen gegebenenfalls gebeugt lässt ein wenig, ziehst auseinander. Die Schultern und Schulterblätter sind immer nach hinten unten gezogen. Wenn sich alles gut anfühlt, dann kannst du auch die Ellenbogen komplett strecken. Zur Brust, Nacken lang. Und während du immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund das Band nach außen ziehst, kommen die gestreckten Arme langsam ein bisschen weiter nach vorn oben. Die Schultern und Schulterblätter bleiben aber tief. Deswegen bei jeder Bewegung, wenn du mit den Armen ein bisschen höher gehst, das ist jetzt hier die Schulterhöhe, ziehst du trotzdem immer wieder Schultern und Schulterblätter nach hinten unten. Kommen langsam weiter nach oben über Kopf. Auch hier bleiben die Schultern weg von den Ohren und Schulterblätter ziehen nach hinten unten. Und wenn du mit gestreckten Armen so weit wie möglich hier nach hinten gerichtet bist, dann zieh auch kräftig nochmal die Schulterblätter nach hinten unten. Hier unterstützt uns jetzt wieder die Spannung des Bandes, dass es die Schulterblätter nach hinten unten schiebt. Hier hättest du auch so viel Kraft, dass du vermutlich auch das Band doppelt nehmen könntest. Wenn du das Band weit auseinander ziehst, kannst du jetzt wieder die Arme ganz gestreckt lassen. Das Kinn bleibt zur Brust, der Nacken lang und die Knie beugen ein wenig nach vorn. Dann kannst du noch mehr in die Kniebeuge kommen, sodass du mit Bauch und Brustkorb Richtung Knie und Oberschenkel ziehst. Wir bleiben in der tiefen Position. Kinn zur Brust, Nacken lang, die Arme gestreckt nach oben. Gehen wir einmal mit gestreckten Armen nach vorn und über den Kopf weit nach hinten. Achte bitte immer auf deinen Körper, auf den Schultergürtel, Nackenbereich, auf den Rücken. Die Belastung des Bandes zieht, schiebt immer die Schulterblätter in die Mitte des Rückens nach hinten unten.
Der Nacken ist lang gestreckt, der Rücken ist lang gestreckt und wir nehmen die Arme nach vorn und lassen locker. Lass das Band wieder zur Seite zum Ausgleich hier. Noch einmal mit gestreckten Kniekehlen nach unten sinken lassen. Arme hängen lassen oder du stützt dich ab. Oder du kannst auch die Arme miteinander verschränken. Kopf, Schultern, Arme locker lassen und auf den flachen Füßen ein bisschen vor- und zurückschaukeln, dass du einmal das Körpergewicht mehr auf dem Fußballen und einmal mehr auf den Fersen hast. Dann stützt du dich mit den Fingerspitzen auf dem Boden ab. Dadurch bist du ein bisschen länger, kommst in die Hocke. Wenn möglich, lässt du dich also komplett in die Hocke hineinsinken. Wenn es noch nicht so leicht geht, findest du noch eine Zwischenlösung für dich, dass du vom Körpergewicht noch mehr Belastung mit den Armen abstützt. Wenn möglich in der Hocke, dann schaukelst du auch so nach hinten, dass das ganze Körpergewicht auf den Füßen lastet, du die Hände vom Boden lösen kannst. Du kannst natürlich mit den Fersen auf dem Boden gehen, wenn du da in den Fußgelenken die Beweglichkeit hast. Der Rücken ist hier in dem Moment rund. Wir lassen den Kopf hängen, sind schön klein zusammengesunken. Tief durchatmen. Wollen als nächstes mit der Ausatmung in die Bankstellung wechseln. Das heißt, wir setzen einmal die Knie ab. Machen den Rücken rund und strecken uns. Vorbereitung hier für die nächste Übung. Bauch, Beckenboden eingezogen. Die gestreckten Ellenbeugen schieben die Schultern nach hinten, während wir mit dem Brustkorb und dem Kopf hier uns einmal einrollen, einmal in die Streckung kommen. Das Kinn kannst du immer zur Brust gezogen lassen, also auch wenn der Brustkorb streckt, dass der Blick in den eigenen Ausschnitt geht. Du kannst aber auch den Kopf mal mit nach vorn nehmen. Prüfe, wie sich das anfühlt. Auch Beckenboden eingezogen. Dann lässt du Rücken und Nacken gerade und ziehst dich einmal rechts und einmal links über die Seite. Das heißt, die rechte Schulter geht zur rechten Hüfte, die linke Schulter geht zur linken Hüfte und dein Blick geht am Oberarm vorbei nach hinten, dass du deinen eigenen Fuß siehst. Rücken und Nacken gestreckt ist. Du kannst den Dehnreiz spüren über die Seite hier. Spür mal, ob du es mehr in den kleinen Muskeln zwischen den Rippenbögen wahrnimmst oder am unteren Rücken oder in der Taille hier die Dehnung. Dann kommst du zur Mitte zurück und wir wollen das Band wieder mit dazu nehmen. Hier kommst du einmal mit dem Fuß nach vorn. Wir wollen das Band mittig um den linken Fuß hier erst einmal herumschlingen. Dafür nimmst du das Band am besten erst über den Fußrücken einmal herum, dass du die Enden wieder hast und das Band einmal komplett um den Fuß herumgeschlungen hast. Ja, mach nochmal. Du beginnst auf dem Fußrücken und schlingst das Band unter dem Fuß durch. Dann schaust du mal, dass die Enden hier gut gleich lang sind, dass du das so festhalten kannst und nimmst das Bein wieder nach hinten. Mit der linken Hand hältst du dann beim Abstützen das Band unter dem Handballen und gegen den Widerstand des Bandes kannst du das Bein nach hinten wegschieben. Probier erst mal aus, ob das so passt. Du hast natürlich, auch wenn du ohne Band diese Übung machst, schon eine Kräftigung. Mit Zusatzgewicht ist es aber immer so, dass die Koordination auch besser ist und natürlich du mehr Muskelkraft brauchst, um nach hinten zu schieben. Passe das Gewicht an und dann schaust du mal, ob du mit dem gestreckten Bein
nach innen und außen bewegen kannst. Dabei lässt du aber die Hüfte gestreckt, dass der Gesäßmuskel kräftig angespannt ist, Bauch, Beckenboden eingezogen, die Ellenbogen kräftig durchgestreckt, der Blick in den eigenen Ausschnitt und kommst wieder heran. Wir lassen einmal das linke Bein nach vorn, um das Band abzunehmen. Ja, die Bewegung über die Seite nach vorn. Schön ausbalancieren. Hier hast du gleich das Feintuning für den Beckenboden dabei. Nimmst das rechte Bein über die Seite nach vorn. Schaust, dass du mit der Mitte des Bandes wieder auf den Fußspann beginnst. Einmal rechts unterm Fuß rum, einmal links unterm Fuß rum. Hat den Vorteil, dass es nicht wegrutschen kann, während du übst und nicht unnötige Verspannungen auftreten. Dann schaust du wieder, dass du die beiden Bandenden einmal bei dir hast. Nimmst den rechten Fuß nach hinten. Mit der rechten Hand stützt du dich fest auf dem Band ab. Gegen den Widerstand des Bandes streckst du das Bein nach hinten oben. Gehen zur Brust, lang. Spüre kräftig deinen Gesäßmuskel. Der ist wichtig als Gegenspieler zum Hüftbeuger. Das heißt, unser Hüftbeuger ist im Alltag durch vieles Sitzen verkürzt und verspannt. Hier bekommt der Hüftbeuger die Streckung, der Gesäßmuskel die Kräftigung, macht also wirklich auch einen knackigen Po. Immer mit der Ausatmung streckst du die Hüfte komplett nach hinten. Streckst den Brustkorb hin zur Brustnacken lang, lässt das Bein hinten in der Streckung und gehst nach innen und außen. Hier hast du wirklich komplett fest Bauch, Beckenboden und Gesäß. Hüfte streckt, das Bein ist komplett gestreckt und du gehst nach innen und außen zur Seite. So erreichst du noch mehr Anteile des Gesäßmuskels. Kommst du wieder heran. Du kannst am rechten Fuß das Band gleich dran lassen, über die Seite in die Rückenlage wechseln. Wir wollen das Band hier gleich noch einmal zur Dehnung nehmen. Du kannst dir das auch merken, wenn wir sonst Dehnungsübungen machen hier. Also das linke Bein ist aufgestellt, das rechte Bein gestreckt. Und wenn du sehr mobil bist, dann kannst du ja mit den Fingerspitzen hier schon den Fuß anfassen. Und wenn du aber hier noch ein paar Zentimeter brauchst, dann kannst du prima hier für die Mobilisation, für die Streckung des rechten Beines das Band nutzen und mit dem Band und deinen Armen locker das gestreckte rechte Bein in eine Kreisbewegung ziehen. Also immer über die Seite das gestreckte Bein dicht heran und zur anderen Seite wieder etwas locker lassen. Bauch und Beckenboden sind eingezogen, der untere Rücken fest, flach, breit auf dem Boden, die Schultern weg von den Ohren. Bisschen Kräftigung für die Arme hast du ja wieder mit dabei, ist der Bizeps. Und dann kreist du nochmal entgegengesetzt. Das heißt, immer mit den Armen ziehst du das gestreckte Bein kräftig heran und lässt dann ein bisschen locker, dass das Bein von alleine wieder etwas vom Körper weggeht. Das ist also sehr schön für die Dehnung geeignet, wenn wir hier bei der Dehnung des Beines noch nicht ganz rankommen, aber unseren Schultergürtel trotzdem locker lassen wollen. Das kannst du dir gerne mal so merken, wenn du das Gefühl hast, das ist eine gute Idee in deinem Fall. Wir lösen das Band vom rechten Fuß. Jetzt schaust du mal, dass du hier das Bein ein bisschen heranwinkelst. Einmal um den linken Fuß herum. Das ist die Position beim Socken anziehen. Wenn wir denken, der Fuß ist zu weit weg, ja, darfst du ein bisschen improvisieren. Dann hältst du das Band wieder
auf der gleichen Länge wie beim rechten Bein. Das rechte Bein ist jetzt angestellt, Bauch, Beckenboden eingezogen, Kinn zur Brust, Nacken lang, linkes Bein ganz gestreckt, Zehenspitzen herangezogen. Ziehst du das linke Bein in einer Kreisbewegung heran? Hast ein leichtes Training für die Arme und den Schultergürtel. Kinn zur Brust, Nacken lang gezogen. Kannst den ganzen Rücken flach festbreit auf dem Boden lassen. Den Schultergürtel, Rücken, Nacken gestreckt. Linkes Bein ist aufgestützt. Spüre, wie sich hier die Dehnung in der Beinrückseite anfühlt. Ob es intensiver ist, ob du es anders spürst als auf der rechten Seite. Und dann lässt du wieder entgegengesetzt kreisen. Löse das Band auch vom Linksfuß. Leg das Band einmal doppelt. Hier noch ein Tipp für die Runde, wenn du die Knie heranziehst und wenn wir die Übung üblicherweise so machen, dass ich sage, du hast die Beine herangezogen, faltest die Hände miteinander und ziehst hier über die Seite die Beine heran. Wenn das so bei dir gut geht, kannst du das so machen. Und hier, wenn du das Band doppelt nimmst, kannst du aber wieder auch gerne die entspannte Variante wählen, dass du das Band 20 cm vielleicht auf Länge hältst oder so, wie du ausprobierst, dass dein Schultergürtel entspannt ist, hast das Band hier herum und ziehst wieder mit Hilfe des Bandes die Beine über die Seite, dicht zum Körper heran, lässt zur anderen Seite wieder locker und mit der Unterstützung des Bandes kannst du die Schultern lockerer von den Ohren weg Richtung Boden ziehen. Kannst du Kinn zur Brust ziehen, den Nacken lang, hast die Mobilisation für den unteren Rücken, spüre den Massageeffekt. Je fester die Matte ist, umso intensiver ist der Massageeffekt. Je weiter du hier über die Seite abrollst, spürst du auch den Ischiasbereich mit dabei und wechselst nochmal in die andere Richtung. Mit dieser Übung lassen wir dann die heutige Einheit hier langsam wieder ausklingen. Der Körper ist im Gleichgewicht, die Schultern ziehen weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Spüre, wie dein Rücken und Nacken gestreckt ist, Bauch und Beckenboden arbeiten, die Hüfte mobilisiert und komm zur Mitte zurück. Setz die Füße ab. Leg das Band weg, breite die Arme weit nach oben zur Seite aus, streck das rechte Bein ganz lang, streck das linke Bein ganz lang und zieh dich mal ganz lang von den Fingerspitzen bis zu den Zehenspitzen. Die Arme sind nach oben außen ausgebreitet. Die Beine kannst du auch etwas breiter auf Abstand lassen, so wie es dir angenehm ist. Im Wechsel spannst du einmal rechts, einmal links das Gesäß an, spürst, wie es dich durch die Gesäßspannung etwas nach oben schiebt und die Hüfte streckt. Und dann kannst du gerne noch ein bisschen in der Position liegen bleiben. Oder wenn du den unteren Rücken nochmal entlasten möchtest, dann kannst du auch Beine nochmal herannehmen, mit oder ohne Band. Dich nochmal ganz klein zusammenrollen und dir ein bisschen gut tun. Lass es dir immer so gut wie möglich gehen. Bleib gesund und glücklich.